haben ja schnell dieses Denken eines Automatismus und eines sofortigen Bekommens. Und ich glaube, dass es gerade jetzt auch nochmal wichtig ist, sich den Geschmack des Lebens neu zu vergegenwärtigen. Unser tägliches Brot gib uns heute ist eine Bitte im Vaterunser, mit der, glaube ich, viele Menschen gar nichts so richtig anfangen können. Und das hat auch mal ein Junge in der Grundschule mir gegenüber zum Ausdruck gebracht, der sagte: Warum soll ich denn eigentlich darum bitten, dass ich das tägliche Brot von Gott bekomme, denn das besorgt ja schließlich mein Vater im Supermarkt. Ja, was würdest du denn in diesem kleinen Jungen antworten? Erstmal süßer Junge, süße Antwort, aber es kommt ja darauf an, dass der Junge auch lernt, dass das Brot eben nicht im Supermarkt wächst, sondern dass es verschiedene Prozesse gibt von Mensch und Natur, dass es ein menschliches Handwerk ist, wie es von dem Korn, von dem Saatkorn letztlich zum gebackenen Brot kommt. Das haben wir auch besprochen und trotzdem hat er es irgendwie gesagt, ihr könnt es immer noch nicht verstehen, dass er irgendwie Gott danken soll, denn ja, sind da anscheinend irgendwelche Menschen, die das dafür verantwortlich sind, also nicht nur der Verkäufer da im Supermarkt, sondern auch dann vielleicht ein Bauer und noch andere Menschen, ne, die natürlich dafür sorgen, dass da am Ende wieder so ein Endprodukt wie ein Brot rauskommt. Aber dann müsste man ja eben sagen, dass man eher die bittet, dass die auch Gas geben, dass die arbeiten, ihre Arbeit tun, dass man selber was zu essen hat. Aber warum jetzt Gott bitten, dass er uns das tägliche Brot gibt? Ja klar, also das ist ja schon so, dass Menschen auf jeden Fall darauf zurückgreifen können, was sie in der Natur vorfinden. Aber die Schöpfung, so wie sie ist, die haben ja nicht Menschen erzeugt. Unser Glaube sagt ja, dass Gott der Schöpfer ist, der eben die Natur und eben auch die Umstände, also das Wetter beispielsweise oder die Gesundheit eben erschaffen hat, wenn man so will. Wir haben auch nicht alles in der Hand, oder? Genau. Und ich glaube, dass man das auch vor allem in den letzten Monaten auch sehr stark nochmal neu gesehen hat, dass wir auf einmal, als unser Leben durch diese Corona-Pandemie einfach vollkommen aus dem Fugen auch geraten ist, dass verschiedene Sachen auch gar nicht funktioniert haben, dass wir eben auch nicht eben so alles in der Hand haben, nicht alles so einfach immer klar ist, immer alles da ist, immer alles so funktioniert, ne? Dass wir da auch nochmal vielleicht in der Hand eines anderen auch sind, ja, oder? Das war eine Erfahrung, die, glaube ich, die wahrscheinlich alle Menschen gemacht haben. Genau, wir haben ja schnell dieses Denken eines Automatismus und eines sofortigen Bekommens, dieser Konsumismus, in dem wir auch leben. Und ich glaube, dass es gerade jetzt auch nochmal wichtig ist, sich den Geschmack des Lebens neu zu vergegenwärtigen, in einer, ja, in einem bewussten Kauen, in einer bewussten Nahrungsaufnahme, zum Beispiel am Brot festgemacht. Und dafür ist es echt gut, dankbar sein zu können und das dann eben auch aus Herzen. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass irgendwie so bei Instagram oder auf anderen Kanälen viel mehr Leute oder viele zumindest irgendwie so Naturbilder posten, von Blumen etwas posten und so, dass die da irgendwie nochmal neu, vielleicht auch durch diese Corona-Zeit, wo irgendwie vieles Selbstverständliche weggebrochen ist, da nochmal neu irgendwie für bewusst geworden sind, ne? Für die Schönheit, für Sachen, die sonst eigentlich banal sind oder, ne? Oder selbstverständlich sind, dass die das einfach nochmal neu irgendwie entdeckt haben und schön finden und wichtig finden, so, ne? Genau, das fängt ja auch bei ganz kleinen Routinen im Alltag an. Also ich kann mir zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal das Brot nehmen, echt vorstellen, dass man jetzt viel bewusster und achtsamer auch kaut, um einfach so den Geschmack des Lebens wieder zu entdecken. Aber das können wir auch genauso gut auf andere Dinge im Leben projizieren und einen Spaziergang in der Natur genießen. Etwas, was vielleicht mal so sonst selbstverständlich in der Mittagspause passiert ist. Was ich auch nochmal wichtig finde, ist, dass man eben auch weiß, dass im Letzten irgendwie alles von irgendwo herkommt. Also auch nicht einfach nur von irgendwie einer Natur oder so, sondern dass es irgendwie Adressaten gibt, woher das auch kommt, wo ich auch meinen Dank hingeben kann. Also ungefähr, als wenn ich einen Blumenstrauß bekomme, freue ich mich nicht nur einfach nur, dass ich jetzt den Blumenstrauß habe, sondern ich möchte auch wissen, ne, wer hat mir den denn geschenkt, wenn der vielleicht einfach vor der Tür liegt oder so. Und wem möchte ich mich da, kann ich mich da bedanken, wie kann ich mich da vielleicht revanchieren und so. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man was bittet, kann man ja auch darum danken. Und das ist auch, glaube ich, ein großes Geschenk, wenn man das kann und darf, ja. Genau, wie ist es denn bei euch so? Vielleicht können wir unsere Community mal direkt fragen. Habt ihr so Rituale, Tischgebete vielleicht sogar? Ihr könnt euren Dank auch gerne hier direkt hinterlassen als Inspiration für andere. Miriam und ich haben eine ganze Reihe zum Vater Unser aufgenommen unter dem Titel Mein Gott. Die Playlist dazu findet ihr hier oben und das letzte Video hier.